Hallo, willkommen zu einem weiteren Travel Diaries. Unser Van steht nämlich gerade in der Werkstatt und wir haben ein Jobangebot auf Malta bekommen. Deswegen sind wir da heute hingeflogen. Ich dachte irgendwie immer, Malta gehört zu Italien, aber es ist übrigens ein eigenes Land mit einer eigenen Sprache. Dort angekommen hat uns direkt die Hitze vom Mittelmeer begrüßt, Palmen und sandsteinfarbene Gebäude. Ich bin mega gespannt, wie wir die Insel hier so kennenlernen werden. Im Airbnb musste ich mir erstmal was Kürzeres anziehen und wir wohnen hier übrigens bei Paul. Der hat mega lange in Indien gelebt, hat uns von seinen Reisen erzählt und einen Zimt-Apfeltee serviert. Mega lecker. Und dann mussten wir eigentlich auch direkt schon wieder los. Wir haben uns mit einem Freund getroffen und dessen Skateboard ausgeliehen und sind in den Skatepark gedüst. Ich hatte zwar nur Flipflops dabei, aber wir waren sowieso nicht zum Spaß hier, sondern sollten für diesen Schuh ein Werbevideo erstellen. Es hat auch so ziemlich den ganzen Nachmittag gedauert und dann sind wir uns umziehen gegangen und haben uns noch so Früchte und beim Bäcker Teigtaschen geholt. Haben uns an die Marina gesetzt und gewartet, bis die Sonne untergegangen ist. Morgen steht auf jeden Fall ein richtiger Action-Day an. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird.